Menschen gedenken, gibt es Tyrannei, wird Macht ausgeübt, versklavt nebenbei. Seit Menschen gedenken, wird manipuliert, um Macht zu erhalten, auch jetzt garantiert. Denn du musst Abstand halten, du musst Freunde meiden, du musst Hände waschen, du musst Masken tragen, du musst zu Hause bleiben, du musst andere belehren, du musst dich impfen lassen, du musst Angst haben. Doch ich sag, mach dich frei von dieser Tyrannei. Willst die Wahrheit du verstehen, musst du alle Fakten sehen. Mach dich frei von dieser Tyrannei. Lass dich nicht manipulieren und benutze selbst dein Hirn. Es gibt drei Arten, wie man einen Menschen dazu bringt, zu gehorchen. Erstens durch physische Gewalt. Der Einzelne fürchtet Abwertung, Schmerz, körperliche Verletzung oder Tod. Zweitens durch strukturelle Gewalt. Der Einzelne hat Angst vor ökonomischem Schaden oder sozialer Herabsetzung bis zum Entzug der Anerkennung. Drittens durch ideologische Macht. Der Einzelne meint, es sei richtig und notwendig, dass es Menschen gibt, die befehlen und andere, die gehorchen. Wie die Herren uns lenken, das will ich erklären. Sie führen unser Denken und wollen uns belehren. Dazu nutzen sie das, was uns ängstlich macht. Und an ihren Verdienst haben sie auch gedacht. Sie sagen, Klimawandel meinen CO2-Handel, sagen, Pandemie heilen meinen Impfungen verteilen, sagen, zu unserem Wohle meinen totale Kontrolle, sagen, Meinungsfreiheit meinen Meinungseinheit. Doch ich sag, mach dich frei von dieser Tyrannei. Willst die Wahrheit du verstehen, musst du alle Fakten sehen. Mach dich frei von dieser Tyrannei. Lass dich nicht manipulieren und benutze selbst dein Hirn. Jetzt weißt du, wie sie uns mit Angst manipulieren und uns dahin steuern, wo wir nur mehr parieren. Willst du nun gemeinsam mit uns anderen daran gehen, damit auch unsere Kinder eine schöne Zukunft sehen? Dann sag, ich will handeln und auch nicht wegsehen. Ich will nicht mehr folgen, eigenen Wege gehen. Ich will meine Stimme gegen Angst erheben. Ich will mutig vorwärts Richtung Zukunft gehen. Und ich sag, mach dich frei von dieser Tyrannei. Hab Mut, unbequem zu sein, denn nur so bringst du dich ein. Mach dich frei von dieser Tyrannei. Leg die Waffen aus der Hand, so kommt Frieden in das Land. Mach dich
aus der Hand, so komm wieder in das Land.